Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drumsim hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist das Chaos und ich bin heute nicht alleine hier. Wir haben den lieben Thompson dabei. Servus. Der Thompson ist auch ein Wiener. Genau. Kennt sich hier auch aus, also hier jetzt noch nicht, aber für den Bereich. Er schaut mir über Steam zu. Genau. So, dann gehen wir mal kurz in die Außenansicht. Ja. Wir müssen nämlich den Stromabnehmer einmal runter und einmal rauffahren. Das ist nämlich ein Bug jetzt noch am Anfang. So, und der Stromabnehmer. Muss man nur am Anfang der Fahrt machen, oder? Ja. So, was ich übrigens entdeckt habe, ist, hier vorne steht jetzt Prater Hauptallee. Wenn man M drückt, kann man durchwechseln. Stefan Fadinger Platz, bitte nicht einsteigen. Sonderzug. Aber wir fahren Richtung Prater Hauptallee. So. Die Musik werde ich noch ein kleines Stück leiser drehen. Und dann wählen wir mal einen Fahrplan aus. Um 18.58 Uhr geht's los. Okay. Wie ist das jetzt? Sind jetzt eigentlich schon Fahrgäste drinnen oder? Nein. Die nehmen wir gleich auf. Okay. So. Jetzt siehst du hier am Ibis, heißt das Gerät, W51. Das heißt, wir müssen 51 Minuten warten. Aber außerdem ist das falsche Richtung, der Fahrplan. Bis jetzt 18 Uhr. Ah, 17.57 Uhr nehmen wir das. Und das Menü ist halt alles noch ein bisschen. 17 Uhr. Wir gehen jetzt mal auf 17 Uhr. 55 sollte reichen. Ja. Ist es in Echtzeit, das Spiel? Ja. Okay. So, jetzt müssen wir 2 Minuten warten. Das heißt, wir können jetzt mal, die Türen sind geschlossen und wir beginnen jetzt mal mit dem Vorfahren zur Station. Es gibt nämlich immer so kleine Haltepunkte, die vorne eingezeichnet sind. Und da musst du halt rechtzeitig stehen bleiben. Ja. Und umso besser du stehen bleibst, umso pünktlicher du bist, umso mehr Punkte sammelst du. Aber die Punkte werden zurzeit leider immer wieder resettet. Da. Oh, Kollision mit Mensch. Ups. Nichts passiert. Ja, die KI ist manchmal noch sehr dumm. Aber es wird sich hoffentlich bessern. Sie blockieren sich auch manchmal gegenseitig und so ähnliches. So, wir müssen jetzt noch 1,5 Minuten warten. Fährst du öfter mit der 1er Linie? Nein, eigentlich nie. Oder so gut wie nie. Okay. Derzeit fahre ich eigentlich fast gar nirgends hin. Ja. So gut es halt geht, wenn man es vermeiden kann. Aber ja, die 1er Linie ist auch jetzt nicht direkt bei mir. Ja, genau. Und ich finde, die U-Bahnen sind auch verlässlicher als Straßenbahnen, weil die halt auch oft durch Verkehr und so aufgehalten werden. Ja, du zum wirst Beispiel auch sehen, wie stressig es teilweise ist. Ja. Jetzt müssen wir nur mal 0,5 Minuten warten. Zum Beispiel beim O-Wagen ist es so, dass man mit dem in der Früh nur sehr schlecht vorankommt. Ja, das ist auch das Ziel des Spieles, so ein bisschen, dass die Leute wissen, wie stressig es als Straßenbahnfahrer sein kann. Ja. Wenn die Leute sich dann mitten in die Tür stellen und es blockieren, genau, oder immer wieder aufhalten. So, dann haben wir jetzt die Türenfreigabe gelöscht, weil hier unten gibt es Knöpfe, und zwar löschen und Z schließen. Löschen ist quasi die Türenfreigabe löschen, und bei Z schließen werden die Lichtschranken aggressiver eingestellt. Und ja,
Quintenstraße. Dass die halt eher schließen. Und schau, wir sind jetzt schon im Zeitstress. Wir haben jetzt nur mal minus 0,5. Hui. Und die Durchsagen werden automatisch abgespielt, wenn du an einem bestimmten Punkt bist. Ja, genau. Weichenstellungen und so passieren auch automatisch. Das passiert aber auch im normalen Regelverkehr. Jetzt bin ich ziemlich gut am Haltepunkt gehalten, weil jetzt habe ich plus 9 bekommen. Ja. So, jetzt löschen wir. Wo siehst du den Haltepunkt? Ah, das ist so ein gelber Punkt. Hier ist ein gelber Punkt. Und manchmal siehst du den halt schlecht. Genau, ich habe mir 18 Uhr als Uhrzeit ungefähr ausgesucht. Ah, da hätte ich blinken sollen. Egal. 18 Uhr als Zeit ausgesucht, dass wir ein bisschen so den Abend fahren. Toaststraße. Bitte seien Sie achtsam. Ich bin ja andere hier brauchen ihren Sitzplatz in der Knöllgasse. Bin ich ja quasi aufgewachsen. War zu fest gebremst, dann löst er automatisch die Glocke aus. Jetzt habe ich den Punkt gesehen. Also bei der nächsten Station quasi. Und die Gasse schaut halt 1:1 aus wie. Wie die Knöllgasse, das ist ich ja. Ich wundert auch ungefähr in der Nähe. Also ja, im selben Bezirk. 10 Minuten, also 15 Minuten Fußweg dorthin. Ja. 10 Minuten Fußweg? Da bist du aber schon sportlich. Ja, ungefähr. Ja, und jetzt haben wir auch Punkte für die Pünktlichkeit bekommen. Du musst halt am Autoverkehr aufpassen. Dieses Kung-Fu-Geschäft. Wir hatten in der, also dieser Asiate hier, wir hatten in der ersten Klasse ja einen asiatischstämmigen in der, bei uns in der HTL. Und seine Eltern, denen gehört das. Wie hat er geheißen? Lee? Oder so? Mir fällt leider der Name nicht mehr ein. Ich weiß nur, ich bin damals zur Werkstätte öfter mit ihm halt mit einem 65A oder so gefahren. Oder war das der 15A? Ich glaube 15A, ist ja. Eher zur Schule gefahren. Ah, genau. Und hier in der Davidgasse fährt der 7A. Da rechts, genau. Ja. Und das sind genau. Von mir zwei Stationen mit 7A. Drei Stationen sind es. Ja. Aber wenn man hier jetzt nach links geht und dann rechts, da kommt man dann quasi dort hin, wo ich aufgewachsen bin. So, jetzt müssen wir noch kurz warten. Weil wir noch ein bisschen Zeit hatten. Aber wenn man halt teilweise in die Seitengassen reinschaut, dann... also in den Seitengassen ist es dann schon teilweise sehr ungenau. Das wirst du dann an der TU Wien bemerken. Knöllgasse. Umsteigen zu 6. In Richtung Geiereckstraße. Genau. Weißt du, wie die Verkehrszeichen da funktionieren? Also die Ampeln? Bei der Straßenbahn? Ja, aber nicht. Oder. Also. Sind jetzt die zwei geraden Striche, dass man geradeaus fahren genau. Kann? Genau. Und quer, jetzt heißt's, wir dürfen nicht fahren. Halt, ja. Und wenn's nach links ist, dürften wir nach links fahren. Wenn's so nach rechts ist, so schief, dann dürften wir nach rechts fahren. Okay. Und. Wenn es so ein L ist, quasi ein verkehrtes, also die rechten drei Punkte quasi leuchten, ja. So, dann dürfen wir geradeaus und rechts fahren. Okay. So, und dann gibt es noch diese A's, die sind da drüber, hier. Das heißt, die Ampel weiß, dass wir da sind und es wird gleich für uns grün. Ah, interessant. Genau. Weil die Straßenbahn haben ja meist eigentlich fast überall dann Vorrang oder bevorzugte Ampelschaltung. Ja, so, ich muss kurz pausieren, weil wir gleich in den Tunnelbereich kommen. Und der Tunnelbereich so verdammt laut ist, dass ich wieder leiser stellen muss.
weil sonst hört man in der Aufnahme nichts. Und nur so als Hinweis, ich habe jetzt beim Windows Sound Manager von 8 auf 7 runtergestellt. Und das macht so einen massiven Unterschied. Das Spiel ist halt so laut. In Richtung Burggasse, Stadthalle 62. In Richtung Leins, 14a. Lokalbahn nach Baden, so. S-Bahn. Hier sind wir beim Matzleinsdorfer Platz jetzt. Was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ist, manchmal gibt es Haltelinien und manchmal Haltepunkte. Übrigens, hier sind jetzt die Signale anders, weil wir im Ustrap-Bereich sind. Unterstraßenbahn. Okay, und wieso haben Sie da nicht die gleichen Signale genommen? Weil das ein Tunnelbereich ist und es sagt dir quasi an, zwei grüne Punkte heißt, die nächsten zwei Tunnelabschnitte sind frei. Ein grüner Punkt heißt, der nächste Tunnelabschnitt ist nur frei und rot heißt, der nächste ist nicht frei. Interessant. Ja. Und auf dem linken Kontrollschirm von dir siehst du, welche Türen gerade offen sind? Also auf dem mittleren sehe ich. Also ja, links sehe ich das auch und in der Mitte sehe ich quasi die Freigaben. Eine andere Straßenbahn. Überall ist Werbung von diesen komischen Trams eben. Ich glaube, den sollten wir mal spielen. Ja, hier wird's jetzt, hier ist es jetzt ein bisschen laut, deshalb rede ich auch jetzt lauter. War ich ein bisschen zu schnell. Also das mit dem sanft abbremsen muss ich noch üben. Es wird ja ein Joystick empfohlen, so ein Flieger-Joystick. Ich habe aber keinen. So, jetzt werden wir als nächstes nach links abbiegen, weil du siehst hier den Pfeil nach links. Da wird die Weiche eh automatisch gestellt. Wird sie gestellt, wenn du blinkst oder automatisch? Automatisch. Das macht dieses IBIS, also dieser Fahrplanmanager. Hier siehst du auch die blauen Pfeile. Mit denen könnte ich auch die Weichen umstellen. Ja. Manche Weichen gehen im Spiel aber nicht zu stellen, weil da hinten ist der Tunnel aus. Ja. Weil ja... Oh. Weil die Strecke halt noch... noch nicht modelliert ist. Nein, weil das nicht die 1er-Strecke ist. Es ist quasi nur die 1er-Linie drin. Lauritzgasse. Ja, du kannst doch fast alle Schalter hier betätigen. Es gibt auch die Klingel. Ist es eigentlich mit dem Tempolimit? 50. Okay. So, schau, hier ist jetzt so eine Linie und da vorne ist aber noch ein Punkt. Oder da ist kein Punkt mehr. Ups. Na gut. Bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu öffnen. Aber warst du da schon mal in diesen Stationen? Die schauen nämlich genauso aus, vor allem diese Mosaiksteinchen. Die Bänke und so. Ja. Wir brauchen ihn noch kurz. Die Leute gehen auch innerhalb der Straßenbahn zu einem Platz und so weiter. Es soll ja auch ein Multiplayer kommen. Wo man dann auch gemeinsam fahren kann in einer Straßenbahn. Also einer ist zum Beispiel, spielt dann halt quasi Kontrolleur oder so. Der andere fährt mit. Oder einen aufmüpfigen Fahrgast. Ja, es sollen auch so Sachen kommen wie, dass Weichen sich mal nicht umstellen und so weiter. Und dass du sie manuell stellen musst. So, schau, hier ist jetzt orange.
weil da vorne die Ampel, die nächste rot ist. Und hier ist so ein Signal mit so einem komischen X. Dieses X heißt, das ist quasi ein Vorsignal. Das zeigt den Status des nächsten Signals an. Okay. Also hier in dem Fall das Signal. Ja. Für den Fall, dass kein Halt angefordert wird. Nein, nicht nur das, sondern einfach als Straßenbahnfahrer, du hast ja ein bisschen andere Bremswege. Dass du halt besser reagieren kannst. Du musst bei der Station ja eigentlich mehr oder weniger, wenn jemand ein aussteigen will, sowieso stehen bleiben. Ja, aber es gibt ja Züge, die nicht stehen bleiben. Okay, ja. Stimmt. Und dann darfst du nur mit 25 durch die Station fahren. So. Jetzt kommen wir auch schon langsam in den Bereich. Oh, da, die nächste ist rot. Also es sollen auch noch andere Fahrzeugtypen kommen, weil jetzt gibt es ja nur Autos. Und zwar sollen auch noch LKWs kommen. Zwar nicht so viele, weil wir im innerstädtischen Bereich sind. Ja. Radfahrer. Aber auch sowas wie bei den Passanten Rollstuhlfahrer. Okay. Und gibt es eigentlich Fußgänger, die über die Ampeln gehen? Also über die Fußgängerübergänge? Ja, ja. Immer wieder. Ja, schau, hier ist die Wirtschaftskammer. Und sind Falschparker auch schon implementiert, die die Gleise verstellen? Das soll kommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Das kommt nicht sehr selten vor. Ja. Wobei man sagen muss, ist mittlerweile auch schon besser geworden, weil sie versuchen, wenn möglich, halt den Leuten eigene Gleiskörper zu geben, also den Straßenbahnen. Ja. Aber schöne Abendstimmung. Ich spiele das Spiel übrigens gerade mit niedrigen Texturen. Okay. Nur so, dass du einen Qualitätseindruck kriegst. Also das Spiel schaut schon sehr gut aus, aber es ist halt performancemäßig sehr schlimm. Das kommt dann hoffentlich noch. Ja, wobei das weiß ich gar nicht, weil sind nicht meistens bekannt für ihre Performance. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht mehr den neuesten Rechner. Aber schau, und jetzt bei diesen Wetterbedingungen siehst du diesen blöden Punkt nie. Hier ist er. Ah ja, da. Aber ich, ich weiß es meistens vom Gefühl her schon. So, jetzt sind wir langsam sogar schon im Zeitverzug, wenn wir schon so bei plus 0 sind. Na? Eine Tür, siehst du, blinkt noch. Ja. Da werde ich jetzt die Lichtschranke quasi aggressiver stellen und dann geht's zu. Das ist dann dort, wo die Türen quasi... die Leute so ein bisschen schubsen. Weil das Lustige war ja, ganz früher, zum Beispiel bei den U-Bahnen, da sind ja die U-Bahn-Türen wieder aufgegangen. Komplett. Und jetzt eben auch nicht mehr, weil jetzt gehen die einfach beinhart zu. Ja. Dann nur einen Spalt oder so auf, dass halt niemand... Ja, dass dich halt nicht einklemmen kannst, genau. So, die Paulanergasse, da beginnt jetzt schon das Unigebiet. Da links ist ein Spar. Also da war vorher ein Spar. Ja, ja. Ja. Und links ist die Blutspendezentrale gewesen. Genau. Rechts ist das Elektrotechnische Institut, das sieht man aber nicht. Also da ist irgendwann ein... Oh, das war ein massiver Leck. Ja, das ist, wenn hier sich alles aufbaut, der Karlsplatz. Na? Genau. So.
Genau, hier siehst du, das EI schaut nicht aus wie das EI. Ja. Es ist halt, weil sie wirklich Fokus auf Dings gelegt haben. Ja, irgendwo muss man dann auch einen Schlussstrich ziehen, was man halt nicht mehr so genau modelliert. Aber der Beeper ist da. Ja. Und die AI da unten. Man muss Prioritäten setzen. Ich war schon lange nicht dort. Ja. Da links ist normalerweise ein Brunnen vor der Oberbank. Resselgasse. Aber das hässliche EU-Freihaus haben es gut nachgestellt. Das Handygeschäft da vorne rechts ist auch. Ja, die Asia-Box fehlt dir. Also, die ja jetzt nicht mehr eine Asia-Box ist. Jetzt ist ein Kebab-Stand. Ja. Ja, man muss teilweise viel auf Ampeln warten. So. Aber Bank Austria ist da. Der Mann. Selbst der Into da drinnen ist nachgestellt. Also dieser Unishop. Gibt's ja den Into, wo man Bücher und so kaufen kann. So. Genau. Das war's aber von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Bei mir zu Gast war der Thompson. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao. Servus.